Leck mich am Arsch. Geht, vielleicht haben die gleichen Ersatzreifen. Also was jetzt genau abging, auch keine Ahnung. Die haben irgendwie hin und her gesprochen, die haben den Typ erreicht, wovon ich das Quad habe. Der hat jetzt gemeint, in einer halben Stunde kommt jemand vorbei, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ob man das reparieren kann, auch keine Ahnung. Er hat gemeint, ja, ich habe ihm das gezeigt, ich glaube jetzt zwei Jahre nicht. Das ist so dumm, ich habe vorhin nämlich noch gefragt, was wäre, wenn ein Stein oder wenn der Reifen kaputt geht. Er hat gemeint, ja, selber zahlen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass man das irgendwie reparieren kann und dann nicht so teuer wird. Jetzt heißt es hier warten im Schatten und einfach mal hoffen. Gut, kleine Nervennahrung geholt, Snickers, Schokocroissant und eine Cola. Also außerhalb Supermärkten könnt ihr nicht mit Euro zahlen, das funktioniert nicht. Es hat 82 Lira gekostet, ich weiß nicht genau, wie viel das in Euro sind. Ich blende es euch hier ein. Ich habe jetzt 100 Lira gegeben, weil ich nicht wechseln konnte, war sie überglücklich. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das jetzt so wie bei uns abläuft, dass ADAC kommt und, keine Ahnung, den abschleppt. Oder ob da einfach irgendein Typ kommt, den schnell aufbockt, den Reifen wechselt und den anderen mitnimmt. So wäre es mir am liebsten. Weil ich habe jetzt auf Google Maps gleich schon ein anderes Ziel rausgesucht, da könnte ich hier gleich weiterfahren. Ich hoffe, dass da jetzt jemand kommt, den Reifen gleich umbaut vielleicht. Und dann, dass ich gleich weiterfahren kann. Mal hoffen, mal gucken. Gut, ging jetzt ganz schnell. Wir haben mir das Quad vorbeigebracht. Das ist, bin ich ja schon mal gefahren. Ist nicht so geil. Genau, da mache ich jetzt noch so. Bremse zum Beispiel geht auch nicht. Aber egal, da tanke ich jetzt mal ein bisschen und dann mal gucken. Habe ich immerhin wieder ein Quad und was rauskommt mit Rechnung und so, das schauen wir dann. Quad abgegeben. Jetzt hat er gesagt, es tut mir sehr leid, aber normal kostet ein Reifen 300. Also da wollen sie schon wieder abziehen und das muss ich jetzt selber zahlen. Das ist natürlich ein bisschen dumm. 300, habe ich ja gesagt, das ist viel zu viel. Und ich meine, ja, ein Reifen irgendwie 60 oder sowas. Keine Ahnung, jetzt warte ich mal ab und dann sage ich es euch nochmal, was jetzt auf mich zukommt. Hattet ihr sowas schon mal, wenn jetzt irgendeiner gefahren ist, Reifen kaputt? Hattet ihr bestimmt schon mal, oder? Nee. Noch nie? Nee. Andere Schäden? Nee. Gar nichts? Nee. Okay. Nur war das mit dem, eine Bremse war das denn,
kaputt gemacht bei einem Mann, nur eine Bremse. Ja. Deswegen, das hat er dann 40 Euro bezahlt wieder. Okay. Nur Handbremse war das gemacht. Der Mann. Und du weißt, ob der Reifen jetzt repariert wurde, oder? Das habe ich keine Idee. Sagt er, das ist dann kaputt und sagt er, das wollen wir nicht in 300 Euro, 60 Euro werden, klar. Scheiße, ja. Ja, scheiße, ja. Es tut mir sehr leid, so passiert im Leben. Aber auch, ich habe ja geschaut bei dir im Handy, denn es steht CF Force 450, ein Reifen, 109 Euro, komplett neu. Das ist aber auf Deutschland. Das sind auf Deutschland. Ja, aber wird ja nicht viel teurer hier sein. Hier ist viel teurer. Das habe ich den. Aber das ist ja. 10.000, sagt er, 10.500 Lira ist das. Vielleicht in Istanbul, das keine Ahnung. Sehr, finden sie ja für billiger, natürlich, das geht aber. Wenn dann hier ist 10.500 neu, sagt er. Also, ein paar Worte, die Quadfahrt war geil. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, super Landschaft und so, es hat Spaß gemacht. Aber wirklich, wenn er da halt was unterschreibt, da steht jeder mögliche Scheiß drin, man darf nicht driften, kostet 2000 Euro Strafe, Unfälle, also egal was passiert, auch wenn dir wahrscheinlich ein anderer reinfährt, muss man selber zahlen, ihr seid damit auch nicht versichert. Das ist halt echt ein bisschen Scheiß. Man darf nicht in den Wald fahren, lauter so Kleinigkeiten stehen da drauf und also, ich weiß nicht, ich habe geschaut, er hat ja irgendwas von 300 Euro neue Reifen. Ich habe im Internet geschaut, normal einer 109 Euro für genau dieses Quad CF Force 450. Die haben den jetzt irgendwie repariert, was weiß ich. Kein Plan. Ich musste 60 Euro nachzahlen, ist wahrscheinlich noch recht gut, aber ihr unterschreibt halt irgendwas, wo ihr dann immer für haften müsst. Also er hat mir da noch was erzählt, von wegen, hat meiner eine Handbremse kaputt gemacht, auch wahrscheinlich nicht seine Schuld, musste 40 Euro zahlen. Wenn ich jetzt überlege, in Deutschland bei uns, wenn so ein Reifen kaputt ist, wird der immer ersetzt. Also die flicken da nicht rum, das wird eigentlich nicht mehr gemacht. Von dem her mit 60 Euro anstatt 110 bin ich, und Montage natürlich auch nicht vergessen. Ne? Bin ich jetzt noch eigentlich recht gut davon gekommen, es ist zwar trotzdem sau ärgerlich, aber die Tour war geil. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich glaube, das war schon wieder aus der Türkei. Nächste Video, irgendwas aus Deutschland, vielleicht Beta RR 400, bisschen ballern. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.